Hallo und schön, dass ihr wieder hier seid beim Minecraft. Wir gucken uns die ganze Sachlage hier nochmal an. Wir haben ja gesagt, wir werden das jetzt mal ein bisschen machen hier. So, wir haben hier Input und Output. Also, Insert machen wir braun. Extract ist always active. Insert rot, das heißt, hier ist ja Extract auf rot. Always active. Auf rot, genau. Passt, perfekt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da Filter brauchen. Filter. Mal gucken. Basic Alter Filter. Okay, die sind nicht teuer, die kriegen wir so auch hin. Sicher ist sicher. Damit immer die richtigen Items am richtigen Fleck sind. So, das heißt, wir sagen hier oben. Hier ein Filter und sagen Redstone ist whitelisted. Und hier unten Filter. Ich hoffe, dass das funktioniert. Hier darf nur Cobblestone rein. So, und wenn wir jetzt rein theoretisch das hier reinwerfen, nimmt alles raus. Macht hier so einen komischen Dings draus. Normalen Redstone-Block. Normal müsste sich ausgehen mit der Energie, dass er einen fertig macht. So, und der müsste ja rein theoretisch. Always Extract. Nach hinten und hier ist er Insert. So, das heißt, er extract den nicht, weil. Vielleicht deswegen. Nein. Vielleicht das doch hinten. Okay, das ist hinten. Gut zu wissen. Das heißt, wir können hier ohne Probleme den wegtun. Dann ist das vorne. Das hinten. Ja, irgendwie auch logisch, egal. Links und rechts können wir eigentlich auch weg tun. Ja, aber wir haben ja wirklich nur vorne. Das funktioniert mal. Das heißt, wir können Redstone zu Redstone Block machen. Redstone Ohr. Und das Redstone Ohr können wir dann weiterverarbeiten in einer anderen Maschine. Ihr habt ja gesehen, wir kriegen ja, wir brauchen 16 Stück. Wenn wir das jetzt dann verarbeiten, kriegen wir ja in den taktischen Meter hier. Mit einem Upgrade und mit Blazpyrovium zwei Blöcke raus, wenn wir Sand hinzufügen. Und Witch das Lake immer raus. Hier kriegen wir einen raus, genau, und hier zwei. Mit Pyrovium, Pyrovium. Das heißt, wir kriegen 18 raus. Wir stecken 16 rein, kriegen 18 raus. Ergibt 2 plus. Können wir mal gucken. Sicher ein Rezept, wie wir Rest rauskriegen. Da 9. Mal 9 raus, also 18. Stecken aber nur 16 rein. Und somit vervielfältigen wir unser Redstone. Und unser Redstone-Problem ist behoben. Kostet natürlich halt ein bisschen Sand, ein bisschen noch andere Sachen, aber das ist minimal. Das heißt, wir brauchen jetzt den Kompaktor. Wir können überlegen. Das heißt, der Kompaktor wird dann rein rechnerisch, könnten wir ihn ja hier hinklatschen. Wir brauchen dann noch eine Maschine, ja. Wir brauchen noch den Magma Crucible. Das heißt, hier den Kompaktor und hier den Magma Crucible hin. Dann sagen wir. Echt jetzt? Nee. Scheiße. Das ist ja falsch. Der Kompaktor ist falsch, oder? Jetzt irgendwas. Hä? Jetzt irgendwas falsch? Induction-Smelter. Kompakt. Okay, weiß ich schon. Hatte ich schon erledigt, Leute. Nur kein Stress. Wie gesagt, das sind ja verschiedene Schritte, die ich noch machen muss. Deswegen. Der muss dann mal reinrennerisch hier starten. Gehen dahin. Kommt der Kompaktor. Denn wir müssen dann noch was haben. So, den können wir ja auch mal mitnehmen, weil den brauchen wir ja. Wir müssen noch dieses Upgrade bauen. Und zwar sind das Argument, keine Ahnung, das da. Und wenn wir gucken, brauchen wir hierfür so komische Nickelplatten. Und diese Nickelplatten kriegen wir, indem wir einen Kompaktor auf Pressdings Nickel reintun. Deswegen.
So, machen wir das sechste Stück. So, in Press Mode, Decke rein. Deswegen brauchen wir den Typen da. Ich dachte mir schon, irgendwie der Name ist so komisch, keiner weiß. Aber jetzt weiß ich's. Dann brauchen wir das noch. Brauchen wir noch alles. Das Zahnrad, deswegen auch dieses Signalium, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Und ich glaube, mehr brauchen wir da gar nicht. Da können wir das Argument zurück. Badadadam. Ich hoffe, dass das funktioniert. Den lassen wir hier weiter pressen. Brauche ich eh nicht mehr. Oh, brauche ich auch nicht. Gut, dann kommt hier eben der Induction Smatter. So, zack. Schon besser. Mal gucken, ob ich das Argument hier rein tun kann. Jawohl. Jetzt können wir hier die Flüssigkeit anzeigen. Auch perfekt. Jetzt wird es interessant. Wir brauchen ja hier als Input Sand und Redstone. Was jetzt schwieriger wird, weil wir müssen das jetzt getrennt machen. Wir sagen jetzt hier, haben wir alles leer. Oben kann man das ja. Oben das, auf der Rückseite das. Die Rückseite gewesen sein, oder? Genau. Dann Output nach unten. Oder wir sagen unten, nee, Output da unten. Aber beide Outputs nach unten. Gut. Und Flüssigkeitsinput von links. Das geht gar nicht. Kriegen wir die Flüssigkeit hier rein? Kann man die nicht extra irgendwie hinzufügen? Dann machen wir das so mit diesen komischen Dings da, mit denen. Dann wird er wohl die Flüssigkeit akzeptieren. Aufhören. So, und der kriegt. So, Input von hinten und Output nach rechts. So, genau. Perfekt. Dann haben wir die richtig konfiguriert mal. Wir natürlich hier noch beides anschließen. Oben, unten und auf der Rückseite logischerweise und den auch auf der Rückseite. Das heißt, hier und hier. Gott, oh Gott, was wir hier Pipes haben. Dann brauchen wir wieder 250.000 Filter hier. So. Mal 3. Ich weiß gar nicht, wie viel wir genau brauchen. Haben wir noch zwei Stück oder was wir zusammenkriegen? Sicher ist sicher. Wir müssen jetzt hier sagen, oben kommt grün, oder? Oben ist grün. Auf der grünen Slot kommt, ja, in unserem Fall das Redstone, oder? Ja. Was da hinten in der Kiste liegt. Grün ist Redstone, also oben Insert Filter Redstone Ohr. Unten kommt Sand. Das heißt hier unten Insert Filter Sand. Perfekt. Wenn wir das mal reinwerfen, geht das hier rein. Ne, nicht in den Händen kommt Sand. So. Dann hier hinten Insert das. Unten ist Output. Okay. Oder? Unten haben wir Orange als Output. Gut, das ist hier, dann Filter raus. Und sagen In and Out Extract Always aktiv nach Rot. Na ja. Nach Rot nochmal. Ja, eigentlich schon. Hab ganz ja doch Rot, was? Passt schon, machen wir rot. Geht schon. Das heißt, die Maschine würde so laufen, wenn wir hier noch die Flüssigkeit hätten. Und die Flüssigkeit wäre in unserem Fall Placed Byrrhophium. Byrrhophium stellen wir folgendermaßen her. Wir brauchen den das hier. Den können wir ja ganz einfach mit einem E-System herstellen lassen. Sollte ja kein Problem sein. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon hergestellt habe. Nein. Sagen wir, nein, nicht zu. Da oben wollte ich das hin tun. Sulfur. Ich muss immer gucken, ob das Richtige drin ist. Ich weiß, wir haben Ore Dictionary, aber. Nicht so mein Freund, so passt. Zack, dann können wir das mal herstellen.
War schon ein bisschen her. Tun, ne? Habe ich jetzt welches mitgenommen? Nein. Will ich nicht, Idiot. Dann kommst du. Autokraft bringt irgendwo rein. Da müssen wir es wieder herstellen. Und hier muss eigentlich rein rechnerisch dann. Insert, Filter und das rein. Wer braucht meine Zange? Einwerfen. Geht das da rein? Jetzt brauchen wir natürlich noch Strom. Machen wir den jetzt da hinten? Ja. Machen wir da hinten? Also da. Hier eins hoch und setzen da den Strompoint hin. Und sagen den richtige Netzwerk. Dann arbeitet der hier, der wartet natürlich. Der wartet auch. Und jetzt wollen wir mal gucken, was er macht. Jetzt mal beschleunigen ein bisschen. Bringt der Büro für mich rein. Der macht aus Redstone und Sand. Zweimal Redstone und Schlacke. Aber. Also wir können hier eigentlich rein theoretisch Cobblestone reinklatschen. Cobblestone. Ein Stack. Was hat der zu tun? Jetzt müsste man natürlich das Redstone. Sand könnte man auch noch reinklatschen. Hat der auch was zu tun. Weil dann die Maschine eben voll wird. Und jetzt können wir rein theoretisch den hier hin. Zack. 18. Und dann läuft das wieder von vorne. Pyrophium brauchen wir gar nicht so viel. Deswegen die Frage, ob wir das überhaupt automatisieren müssen. Sorting by Name. Ja, Name ist gut. Irgendwie, oder? ID ist fast besser, ja. Pyrophium. Wenn wir da jetzt mal 7 nehmen und die da reinklatschen, dann hat der eh, ich glaube, genug zu tun. So, und der ist, glaube ich, schon wieder fertig, oder? Ja, kriegen wir wieder 2 raus. Und jetzt hat der aber schon hier 2 drin. Und das wird dann rein deutlich immer mehr. Jetzt müsste man natürlich da noch das Auto craften. Craft. Ne, haben wir nicht. Was haben wir denn da? So, Crafter von Ender. Patch-Crafter, ne. Braucht keinen, glaube ich. So einen Crafter brauchen wir auch nicht. Mechanical Crafter. Analog Crafter, was ist denn das? Schauen wir jetzt mal an. Was macht der? Vom Allside. Ja, schaut gar nicht so schlecht aus. Auto Grid Power oder was? Wenn wir gleich mal testen, ob wir das mit denen noch irgendwie automatisieren können. Und zwar werden wir den noch irgendwie so einen Zwischenschritt machen. Dann überlegen. Oben reinklatschen und sagen hier. Was ist denn das? Accessible von all sides. Achso, diese Seite und. Input Item Long Access Stack. Tick. West, Ost. Achso, da kann man dann in alle Seiten. Disabled. Disabled. Nur der erste Slot ist. Und All Side. Ja, das passt ja rein deutlich. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen: Hallo? Insert Rot 1, dann geht ja das, was hier rauskommt, weil hier unten geht raus, zuerst hier oben rein. Genau, er macht's, genau so wollte ich sagen. Jetzt will man natürlich noch sagen, zack. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch in den Outen sagen können. Das mal einfach mal. Extract Always an. An grün. Und grün geht ja hier rein. Perfekt. Aber Insert, Filter und da darf er rein, rechnerisch, nur der Rest und Block rein. Genau, das ist falsch. Weil der muss da rein. Und der Rest und Block muss da oben rein.
Arbeit, lässt mal den da rein, damit dann. So, genau. Der Redstone-Block muss da oben rein. Nicht hier. Hier muss er rein, du. So. Genau. Und noch ein Drittel müsste auch wieder rausnehmen, oder? Nein. Doch, er nimmt raus. Extrakt auf grün, aber ich möchte eigentlich rein theoretisch, wenn der mich jetzt verlässt. Extrakt auf rot. Weil dann würde das hier raus und hier unten rein. Oben rein selbst kann er nicht, weil er ja Blacklist hat. Aber wird sie eine Kiste packen, damit wir immer einen Zwischenspeicher haben. Ja, speichert sie eine Kiste und zieht es gleich wieder raus. Das wäre egal. Und jetzt hätten wir einen unendlichen Kreislauf. Und immer darauf achten, dass hier genug Blazing drin ist. Büro-Dingsbums-Gedöns. Jetzt haben wir nochmal 7 rein. Sand sollten wir auch noch ein bisschen rein tun. Öfter mal ein bisschen was. Kann er machen. Brauchen wir nur in die Kiste hier reinpacken. Cobblestone haben wir, ich glaube, genug. Da brauchen wir, glaube ich, nichts, oder? Na, rein deutsch können wir auch noch ein Stack reinklatschen. Hat jetzt keine Freude, weil wir jetzt den Cobblestone weggenommen haben, aber okay, auch egal. Wie wir hier sehen, haben wir jetzt schon 10 über. Also wie gesagt, bei jedem Durchlauf kriegen wir 2 zusätzlich. Und was wir noch kriegen, ist hier diese Schlacke. Und die Schlacke ist gar nicht mal so blöd, weil die brauchen wir ja rein theoretisch ab und zu mal. Und zwar können wir damit Items verdreifachen schon mal. Mit Schlag. Seht, können wir gewisse Items dreifachen. Ob wir es jetzt wirklich brauchen oder nicht, das ist mal dahingestellt, aber hier brauchen wir es auch. Und mit diesen können wir dann Wasser, können wir verschiedene Sachen machen. Achso, vervielfältigen, okay. Zum Beispiel 9 Karotten können wir raus. Das ist auch nicht so verkehrt. Da können wir zum Beispiel Kaktus hier verdoppeln oder versechsfachen, besser gesagt. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Gut, also die Anlage, wie ihr seht, läuft soweit. Also ich denke mal, das ist ein guter Plan. Bei jedem Durchgang kriegen wir 2 Redstone gratis. Natürlich, es kostet Strom und ein bisschen dieses Byrophium, aber ich denke mal, das läuft schon gut und lange, dass das wirklich alles verbraucht ist. Dann würde ich sagen, war's das? In der nächsten Folge werden wir mal vielleicht das hier angehen. Mal gucken, was wir sonst noch zu tun haben. Aber bleibt dran, macht's gut. Tschüss.